Okay. Mal schauen. Entweder überlebe ich oder überlebe nicht. Hallo, willkommen zurück. Wir spielen natürlich nicht schwer, nicht lange, nur das Episode endlich durch haben, fertig haben. Es dauert sonst Ewigkeiten, bis zur nächsten Episode kommen. Es dauert nicht mehr lange. Ich bin gleich durch. Hoffe ich mal. Ich bin nicht ganz sicher, das ist das Problem. Bist du das da draußen, Kumpel? Ja. Ja, ich bin's. Warte! Und jetzt? Was soll ich machen hier? Da rein. Hey, was dauert da so lange? Hier ist alles verstaubt. Du weißt doch, meine Allergien. Na los, Al, mach die Tür endlich auf. Mir gefällt's hier drin gar nicht. Soll ich das machen? Hergekommen. So ein Mist. Ich muss dahin. Wo ist der Eingang, wo ich reinkomme? Ich weiß es echt nicht. Das ist doof. Aber es ist umständlich. Dadurch ist diese Tür, klar, weiß ich, dass da Tür ist, aber ich komme nicht da rein. Sein. Ah. Los jetzt, Mann! Also bei jedem Kurs hier liegt noch was drin rum. Hätte er sein können. Wo ist denn jetzt schon wieder da? Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Ja, dann lass mich doch mal schieben hier. Lass mich ja nicht. Ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Ja, diese fast. Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Irgendwas kommt noch. Das ist ganz wie zu Hause, ja. Irgendwas kommt auch noch. Mit Sicherheit sogar. Oder? Komm schon, noch ein Tor. Wir schaffen das. Na komm. Ich glaube, das ist Ende der Episode, glaube ich, hier an der Stelle. Komm, übernachten, glaube ich, da trinken sich einen Alkohol, ein bisschen diese Hucke voll und dann sind sie besoffen und schlafen ein. Irgendwie sowas gewesen. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Sicherungen. Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Andersons sitzen doch in der Klapsmühle. Ich glaube, die passen in der Klinik nicht so gut auf die auf. Sie hauen öfter ab, um sich hier die Kante zu geben. Ganz im Ernst, diese Typen klingen super. Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Ja, wo ist der Sicherheitskasten? Unten war der Strom aus. Ich musste zum Sicherungskasten. Ach, die haben doch nicht Mikro hier. Unten war der Sicherungskasten. Ja, schön. Was ist denn runter? Warum war so umständlich, Leute? Komm, Al, machen wir die Lichter an, ja? So. Dann da durch. Wie
durch hier. Oh, ich will voll den Weg rum hier, ey. Das gibt's nicht. So. Da, ja. Und hier. Muss aber der Sicherheitskasten sein, oder wie? Also nur kein Sicherheitskasten, ganz ehrlich. Muss hoch. Halt unten, ne? Toll. Ich muss hoch. Nicht runter. Ach man, still läuft das nicht. Mikro. Also laut der Angabe muss ich hoch. Muss die Treppe nochmal gewesen? Wo ist die doofe Drache? Ach, hier soll keine Tür mit. So. Tja, muss gar nicht. Och man, lass mich doch vorbei. Oh, ist die nämlich. Nicht dort, wo muss ich nicht blödsinn. Dann machen wir das. Sag ich doch oben, nicht unten. Jetzt sind wir unten, das ist aber oben. Da muss ich wieder runter. Hörst du das, Al? Musik? Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau, bestimmt. Da haben wir. Jetzt ist auch Zwischensequenz. Endlich. Hallo, willkommen. Selbeck. Endlich hat Episode 4 gleich durch. Glaube ich wenigstens, dass es 4 war. Oder war es 5? Nee, 3, 4? Weiß ich nicht. Wird's nicht sehen. Dann hören wir uns der Vorspann von Episode 5 an und dann war es das erstmal, glaube ich. Da kann ich in Ruhe den letzten Teil nächste Woche Montag machen. Okay. In Ruhe den letzten Teil Episode durchspielen. Wir bleiben die Nacht über dann die Bonus von der Episode. Sobald es hell wird. Hey Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist. Ach, was soll's. Das laufen sie erstmal. Das ist so viel Stress, kein Wunder. Ich weiß, wir kommen nicht miteinander klar, aber wir werden sie finden, okay? So aber noch gar nicht. Verrückter Typ ist, halt dich zu dir, Herr Kaffel. Du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Was zum die bloß rein in das Zeug? Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzer und werde. So, wir schlafen gleich ein. Sitzen. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß, alles gut. Wir sorgen schon dafür. Links auf dem Boden. Oder er wenigstens, einer von beiden. Nein, ich auf dem Sofa. Ich habe ja einen Traum erstmal noch. Glaube ich wenigstens. Verrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war.
Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet. Alice? Alice? Erinnerung von der ersten Episode. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen und sie abhaken. Alice? Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass Ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte Ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass Sie schreiben. Ich sage, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Jo. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ja, so war das. Ja, es ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen. Um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier. Ich bin hier. So steht es geschrieben. Ich brachte das Licht, um Sie zu befreien. Beeilen Sie sich. Es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht.
Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer. Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Der Doktor. Nee, der FBI-Agent. Der FBI-Agent, war das eben. Nicht der Doktor, der FBI-Agent. Ende von Episode 4, ja, sag ich doch, Episode 4 geschafft. Juhu, endlich. Jetzt kommt, also jetzt nicht, aber nächstes Mal kommt Episode 5. Endlich geschafft, Episode 4, lange dauert, ey, war echt schlimm. Nächste Episode heißt der Klicker. Nächste Episode. Also Lichtschalter. Da freue ich mich drauf auf die letzte Episode und dann gucken, was danach kommt, weil ich habe auch die DLCs draufgekriegt, kostenlos, durch das, Abwärtskompatibilität. Habe ich komplett mit DLC sogar. Wenn ich nicht gespielt habe, die DLCs zwischendurch, weiß ich gar nicht. Jo. Dann gehen wir mal Rückblick machen zur letzten Episode. Und dachten die letzte Episode, aber wir fangen jetzt nicht spielen, wenn wir nicht, sondern gucken nur in Vorschau an. Oder die Rückschau, in dem Falle. Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hä? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Der Klicker, genau. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Man kann gleich hier Ballerspiele machen, wenn ihr wollt. Bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Nee, warte, wollte mit Florian zusammen spielen, deswegen. Ich wollte nur ganz kurz haben, wie du gemacht hast, und ich habe. Wenn nicht. Jemand wird kommen. Wenn es die Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Immer im Licht. Jo, alle und damit? Skriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, Herr, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Wie wieder Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Oh. Was, die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle, aber wir sitzen hier fest. Kannst du an ihr PC gehen dann halt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit.
Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann. Ich habe mir keine Chance. Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notgenerator anmachen. Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Sie kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu Ihrem Freund. Nee. Wheeler, Sie müssen hier... Der WFR-Agent wurde wegverschleppt, gerade von der Unsichtbar, also von den Schwarzen. Von den Nebel, ja, von Nebel, aber wollte ich gleich vom Vision. Ich brauche Ihre Hilfe. Jetzt glaubt sie mir, die Polizistin, okay, weil es gesehen hat. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs, okay? Hier. Die wissen dann Bescheid. Nein, hier, Night da. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Die Polizistin, oh, ja. Hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ich dachte, die spielen gerade, vielleicht von nichts mehr. Ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Ja, glaub mir jetzt. Hast du ja gesehen. Das musst du jetzt ja glauben. Ja. Mist, was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung. Ja, zerlegt. Das reicht aber. Kontrollpunkt jetzt. Hier ist Kontrollpunkt, das ist sehr schön. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay, aber beeilen Sie sich. Ja, ne, zwei Helfer. Jetzt habe ich jetzt zwei Helfer, die mir glauben. So, das reicht. Das nächste Episode mache ich jetzt nicht. Die lasse ich für nächste Woche. Für Montag. Nächste Woche Montag oder so. Oder vielleicht fürs Wochenende. Mal gucken. Weil die möchte ich ausreizen letzte Episode noch, bevor jetzt ganz vorbei ist das Spiel. Und ich weiß nicht, ob die DLCs hinten dran kommen oder mittendrin sie waren schon. Obwohl ich es nicht mitgekriegt habe vielleicht. Deswegen spare ich mir jetzt erstmal dieses Weiterspielen. Aber, wie gesagt, versprochen, ich spiele es nächste Woche Montag zu Ende. Also die Episode 5 spiele ich dann durch. Und dann schauen wir mal, ob es offen ist, auf welche neue Episoden frei sind oder Episode 6 oder 7 gibt. Also ich habe ja die DLCs drauf auf meine Xbox. Ja, ich spiele auf Xbox One. Xbox 360 Spiel ist abwärtskompatibel. Und ja, ich danke einfach fürs Zuschauen. Mit dieser Szene hier verabschiede ich mich erstmal soweit. Und ja, mal gucken, ne? Ich hoffe, ich sehe euch dann wieder. Nächste Woche, wenn ihr später reinschauen solltet, bei der Aufnahme, dann lasst doch ein Follow da, würde mich freuen. Blackfunder 1976, ihr könnt auch gerne bei Twitter was reinschreiben. Gleichen Name. Könnt ihr was reinschreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Nach Alan Wake vielleicht, als Horrorspiel. Ich habe so viele schon gespielt und reingeguckt schon. Mal gucken, vielleicht kenne ich das ja dann schon. So, und ich sag mal Dankeschön, bis bald. Ob es heute nicht so lang war wie sonst, wie da keine zwei Stunden war, sondern nur knapp eine Stunde circa, schätze ich mal. Danke ich trotzdem fürs Zuschauen und bis bald. Euer Black Panther 1976. Bis Danny. Und wie gesagt, folgt einfach, wenn ihr mögt. Da seht ihr immer, wenn ich online komme. Okay. Bis dann, bald.